Unsere Stadt ist um eine Bundesligamannschaft reicher. Die Triathlon-Damen vom Tri-Team Osnabrück triumphierten beim Saisonfinale in Bad Zwischenahn und ließen die Konkurrenz somit hinter sich. Schon am Samstag beim Vorwettkampf legten die vier Damen den Grundstein für ein erfolgreiches Abschneiden. Elisabeth Erwig kam als erste Läuferin in das Ziel und verschaffte ihrem Team somit einen Vorsprung für das große Saisonfinale am Sonntag. Der Startschuss ertönte um 11.30 Uhr und die Tri-Mädels schwammen nicht nur geschlossen, sondern auch entschlossen die 750 Meter. Die Führung hielt an, obwohl das Schwimmen nicht gerade die Paradedisziplin der Aktiven ist. Auf der 27 Kilometer langen Radstrecke sollten die Frauen angefeuert vom eigenen Anhang die Führung ausbauen. Nur ein technischer Defekt an den Fahrrädern hätte auf dem Weg zur zweiten Meisterschaft in Folge ein Stolperstein werden können. Betreuer Patrick Teller wartete somit gespannt auf die Einfahrt zur Wechselzone. Alle vier kamen unversehrt an und der Aufstieg in die zweite Bundesliga rückte immer näher. Auf der Laufstrecke begann die Party beim Anhang, denn der engste Verfolger, Blau-Weiß-Lohne, war in weite Ferne gerückt. Dann war es endlich soweit. Was für ein Bild! Hand in Hand und mit dem Siegerlächeln im Gesicht wurde die Ziellinie beim top organisierten Bärentriathlon überquert. Die Emotionen waren förmlich spürbar. Das ist natürlich der Oberhammer. Also wir sind ja ohne Erwartung in die Regionalliga aufgestiegen. Und also es lief einfach bombastisch gut. Wir haben gut als Team zusammengearbeitet, gerade heute bei dem Teamsprint nochmal. Das hat riesen Spaß gemacht und dann natürlich mit so einem Ergebnis noch belohnt zu werden. Das ist ja Wahnsinn einfach. Carmen Otten sprach kurz über die Gefühlslage vor dem Saisonfinale. Nein, überhaupt nicht abgebrüht, eiskalt. Heute Morgen beim Frühstück waren wir uns alle einig, dass es der größte Druck ist, den wir überhaupt jemals verspürt haben, weil halt man alles gewinnen, aber auch relativ viel verlieren kann. Wenn ihr kräftig schüttelt und dann an dem Tag. Die Mädels aus Lohne sind halt super, super, super stark. Und es hätte nur ein Sturz oder ein Platten oder sonst was kommen können. Aber nicht nur die Osnabrücker Mädels hatten etwas zu feiern. Ein junger Mann aus Bad Essen erkämpfte sich bei seinem ersten Triathlon überhaupt den ersten Platz in der Nachwuchskategorie. Ja, damit hätte ich eigentlich auch nicht gerechnet, dass ich jetzt hier als Erster ins Ziel komme, aber er war wirklich cool. Also Schwimmen habe ich jetzt seit ein paar Jahren schon gemacht und Radfahren und Laufen, das lag mir dann ganz gut eigentlich und dann habe ich jetzt heute meinen ersten Wettkampf gemacht, war echt geil.